Yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg. Und zwar spielen wir diesmal mit Orks. Ich habe das alles schon mal ein bisschen vorbereitet. Ich hab's schon probiert mit Dol Guldur als Startposition. Das Problem war, ich war einfach viel zu schnell, viel zu stark. Ich meine, ich hatte die Elben noch hier im Düsterwald. Und was dann passiert ist, dass ich durch Isengard hier unten Fangorn den Kampf habe ich gewonnen und Lothlórien den Kampf habe ich gewonnen, sowie Dagoland, Dagoland, die Braunlande habe ich auch eingenommen. Und dann war ich schon viel zu stark nach der ersten Runde. So, meine Überlegung war jetzt, nicht in Dol Guldur zu starten, sondern in Gundabad. Das gibt mir einen langsameren Start, weil ich halt bloß in zwei Richtungen erstmal kann. Und das würde den Gegnern ein bisschen Zeit geben, sich aufzubauen. Die Elben habe ich wieder nach Bruchtal verschanzt. Das heißt, wir haben hier Menschen, Vornost und Elben Bruchtal. Sowie dann später auch Isengard. Und irgendwann hier werden dann die Zwerge sehr bald kommen. Gegen die habe ich noch nicht gekämpft. Könnte schwieriger werden. Weiß ich nicht. Und ganz später würde dann noch Mordor dazu stoßen. Das heißt, ich wäre erstmal. Also der Plan ist, dass ich erstmal hier oben irgendwie ein bisschen festsitze im Norden. Und mich dann so stückchenweise durchkämpfen muss. Und das würde ich jetzt auch ganz einfach mal ausprobieren. Und dann gucken wir mal, wie das läuft. Weil, wie gesagt, Dol Guldur war einfach viel zu stark. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier wenigstens eine Runde Friedenszeit, sage ich mal, haben wollen, keine Kämpfe stattfinden, dann müsste das ganz gut gehen. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben zwei Leute darunter, zwei Leute darunter. Dann teilen wir noch hier die ganzen Einheiten auf. Die Orks kommen mit Drogoth. Der Gorkli kriegt den Höhlentroll und die Kankra die Bogenschützen. Und dann bauen wir hier eine Festung. Und gut ist. Genau, jetzt sieht das alles schon ein bisschen besser aus. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen besser ausschaut. Und dann probieren wir das jetzt ganz einfach. Kann ja auch nicht so unglaublich schwer sein. War ich nur gerade am gucken? Genau, okay. So, dann machen wir weiter. Wir brauchen Höhlen, Gänge, Schatzlager, Höhlen. Und ich glaube, mit dem Gorkli greife ich an. Heißt jetzt Gorkli? Gorkil, Gorkil, ja. Und hier greife ich mit Drogoth an. Nee, warte, Azog holt sich die Festung hier. Wie heißen die? Khandum. Genau. Und den Rest sehen wir dann. Ah! Immer noch keine Kämpfe. Das ist sehr interessant. Alles klar. Gut, gut. So, und jetzt hat sich nämlich schon einiges hier getan. Und zwar. Hier wollte ich draufklicken. Wenn wir jetzt sehen, Territorien und Einheiten sind noch relativ gleich, aber die Territorien sind schon ein bisschen besser geworden. Und damit müsste es dann eigentlich auch ein bisschen einfacher gehen, sage ich mal. Das müsste dann passen. Gut, also dann schauen wir mal, wo können wir jetzt noch hingehen? Erstmal bauen wir hier. Baue ich jetzt in den Festungen Höhlen? Und mache ich so wie bei Mordor, dass ich in den Gewährt Einheiten alle Upgrades. Was kann ich denn in der Höhle ausbilden? So ziemlich alles. Okay, ich baue jetzt erstmal eine Höhle. Die Upgrades kommen viel später. Und ein Gang kostet mich nichts. Sehr schön. Genau, hier würde dann Gang, Festung und Schatzkammer. Aber das überlege ich mir noch. Dann bilden wir mal aus. Eine Horde Ork-Krieger. Weil viel mehr kann ich mir jetzt nicht leisten. Und dann greifen wir mal dort an und dort an. Weil hier kann er mich nicht an. Oh, doch, er könnte mich hier angreifen. Dann bleibt man noch stehen. Weil hier habe ich nichts. Nachher verliere ich das Land wieder. Und hier bleibe ich stehen. Und hier. Ich könnte den Erebor angreifen, aber. Ah, die haben sich Dol Guldur geschnappt. Das ist bitter. Das ist nicht gut. Die Festung ist halt so schwer einzunehmen. Zumindest habe ich mich im letzten Let's Play sehr schwer getan. Ich glaube, ich bleibe erstmal.
Oder ich lasse. Ah nee, die sind ja zu zweit. Das ist nicht gut. Weil ich würde gern den hohen Pass einnehmen. Trau mich aber nicht hier zu gehen. Dann beenden wir die Phase mal lieber. Genau. Und schon kommt es zu den ersten Kämpfen. Denn das Problem ist, wenn ich jetzt zum Beispiel hier angreife oder hier reingehe und verliere das Land, dann bin ich schon wieder abgeschnitten von meiner Festung. Das ist nie gut. Das ist nie gut. Okay, hier sind sie zu zweit. Müssten wir aber hinkriegen. Müsste theoretisch machbar sein. Denke ich mal. Und wie gesagt, dann. Ach, es wird nicht einfach. Es wird definitiv wird's nicht einfach. So viel kann ich euch schon sagen. Es wird alles andere als einfach. Aber das kriegt man schon hin. So, erstmal ein paar davon bauen. Und dann holen wir uns. Warte mal, der levelt erst. Hier gibt es sicher irgendwo Spinnen. Der levelt er erst, gibt durch das Plündern. Kriegen wir ein paar Ressourcen. Und ich weiß nicht, ob ich eine Festung bauen soll. Die Festung der Orks scheint mir auch. Ich habe bisher noch kein gutes Bild der Orks. Ich meine, ich habe es in dem ersten Versuch. Ja, genau. Da haben sie es ganz gut gemacht, die Orks. Haben auch. Ja, ich war auch erfolgreich. Und so schwach waren sie nicht, wenn man das Richtige ausbildet, aber ich bin mir so unsicher. Braucht er jetzt zwei Schläge? Nein, gut. Ja, pflanzt das Totem. Und dann greift weiter an. Gut. So, der Tunnel müsste gleich fertig sein. Bauen wir noch einen. Und das Teil wird auch fertig. Dann bauen wir gleich danach das Spinnenteil oder die Kluft. Genau. Ach, hau doch erstmal das Ding kaputt, bevor du da irgendwas anderes machst. Na komm schon. Kann nicht so schwer sein. So, zerstör das bitte und dann sammelst all das Geld ein. Können wir nämlich gut brauchen. So, Sägewerk. Hier wird ausgebildet, dann kann ich mir gleich die Vorposten schnappen. Zumindest habe ich das vor. Müsste dann auch gut funktionieren. Dann holen wir uns noch die Spinnen. Genau. So, Geld haben wir ja. Dann rennst du mal da lang. Sägewerk wird gleich fertig. Das ist auch gut. Dann bauen wir nämlich nochmal einen Tunnel. Weil wir werden Rohstoffe benötigen. Was hat's denn hier? Gegner. Zwerge. Fängt schon an. Okay. So, Spinnen. Das müssen wir erweitern. Das ist wichtig. Bogenschützen. Wo? Was? Bogenschützen? Wo sind denn hier diese Gegner? Da. Da ist das Totem. Haust mal ein bisschen Gift drauf. Vielleicht baue ich gleich noch ein Sägewerk. Mal schauen. Aha, jetzt gehen sie den anderen Weg. Also austricksen könnt ihr nicht gern versuchen. Viel Erfolg werdet ihr damit aber nicht haben. Hoffe ich jetzt mal. Okay. Habe ich gerade einen Höhlentroll? Hä? Wo kommt denn der her? So. Gut, der rennt runter. Wir kriegen hier diesen Bonus. Die Orks sind halt wirklich nicht sehr stark, ne? Jetzt macht's doch mal das Gebäude kaputt. Dann geht's ja dahin. Haben wir jetzt hier alles vernichtet? Nein, noch nicht. Das Sägewerk wird immer noch angegriffen. Oh, was ist das denn für einer? Prinz Brand. Oh. Abhauen. Den Gorkli will ich jetzt noch nicht verlieren. Nimm's mal das ein.
Ah ja, haben sie das Sägewerk doch noch zerstört, natürlich. Okay, Spinnen. Mir fällt gerade auf, dass ich ein bisschen zu wenig Ressourcen habe. Also, Kommandeurspunkte wollte ich eigentlich sagen. Naja. Wie, das habe ich doch gerade erst eingenommen. So, macht's mal hier ein bisschen Gift. Und dann brauche ich ein neues Sägewerk. Dort und ein Sägewerk dort. Ah, stimmt, ich habe ja zwei Baumeister. Der eine habe ich ja verstecken lassen. Natürlich haben sie das Gebäude erobert. Aber die Orks machen das. Schaut's das an. Mit dem Gift. Tatsache, haben sie es geschafft. Nicht schlecht. Das ist halt wichtig bei den Orks, glaube ich, dass du wirklich die Fähigkeiten deiner Einheiten, der Orks vor allem, wirklich regelmäßig nutzt. Dann sind sie auch ungefähr so stark, vielleicht sogar ein Stück stärker, als die Einheiten der anderen Völker. Jetzt nicht von den Hitpoints und von den Rüstungen, also was sie aushalten, sondern vom Schaden. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht. Aber ich weiß, dass es nicht schaden kann, wenn man seine Fähigkeiten regelmäßig benutzt. Vor allem, wenn es um solche Dinge wie Gift geht, wo die Abklingzeit gar nicht so lange ist. Wenn wir gucken, das können sie schon fast wieder einsetzen hier. So. Das gehört uns. Bogenschützen sind bereit. So. Ich würde trotzdem gerne diesen Vorposten irgendwie einnehmen. Okay, die laufen auch noch rum. Den Feind haben sie entdeckt. Ne, eine Höhle, okay. So, ich würde gerne noch ein bisschen mehr ausbilden. Nur ein bisschen. Der König, der spricht. Aha. Haut mal den Baumeister tot. Bitte. Du kannst gleich das Ding hier pflanzen. So, dann wieder Pfeile. Was haben wir da oben noch? Zeit für ein Sägewerk. Zeit für einen Tunnel. Der gehört noch uns. Der gehört auch uns. Oh, das war dämlich. Das ist ja... Ist es Gloin? Gloin, ja. Der gute Gloin. Könnten wir uns vielleicht mal in Bewegung setzen hier? Da rennen die jetzt echt zwei Leuten hinterher. Meine Güte, okay. Gut, als nächstes gibt es dann die Upgrades für meine Gebäude und vielleicht kann ich bald eine Festung bauen. Aber vermutlich gibt mein Feind gleich wieder auf und überlässt das Gebiet meiner grenzenlosen Orkmacht. Nee, da nicht bauen, da bauen. So. Schön, aufsteigen. Jetzt kann er auf seinem komischen Skorpion durch die Gegend reiten. Aber ich glaube, ich lasse ihn lieber wieder absteigen. Aha. Oh 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 oh. Lauf. Spinnen sind gefährlich. Das sagen sie uns nämlich die ganze Zeit, also. Ne? Okay. Schon wieder Spinnen. Überall Spinnen hier. Gefällt mir nicht, die ganzen Spinnen, die nerven. So, was haben wir noch? Ich glaube, ich erweitere den ganzen Mist nochmal als Spinnenbeutel. Was bringt der denn? Ermöglicht Hordenkopf Giftschaden zu, okay. Ja, einnehmen, bitteschön. Dann können wir hier noch bauen, dann können wir hier noch bauen. Du bist da sehr gefährlich im Alleingang unterwegs. Was ist denn der Hotkey? P, oh Gott. P ist kein guter Hotkey zum Zocken. Nicht für mich. Der mit der rechten Hand an der Maus ist und nicht andersrum. Okay. Das Gebäude gehört uns. Nice. So, wenn es so weitergeht, dann bekomme ich bald genug Geld für eine Festung. Ja, tschüss, Gorkil. Was ein Schwächling. Ah, schaut euch das an. So stark sind die Orks nicht. Aber wir haben ja noch die Spinnen. Wo sind denn die Spinnen? Ich brauche ein paar Spinnen. Ich möchte das nämlich mit dem...
Gebirgsriesen? Nee, ich bleib erstmal noch bei den Halbtrollen. Bis ich genug Geld für eine Festung habe. Denn eventuell kann ich sogar schon gleich meinen selbst erstellten Helden ausbilden. Das wäre natürlich gigantisch. So. Machen die das jetzt selbst automatisch? Weil ich meine, ich habe das gemacht, aber ich kann es nicht nochmal upgraden. Also hier ausrüsten. Scheint so. Ha, wie cool. Wenn die wirklich dann anhalten, Giftschaden machen und ich noch die Feuerpfeile draufhau, dann habe ich vergiftete Feuerpfeile. Und das ist eigentlich ziemlich nice. So, ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich hier genug ausbilde. So, dann bauen wir hier noch ein Sägewerk hin. Hier nochmal einen Tunnel und dann habe ich genug Geld, glaube ich, für die Festung. Auch wenn die recht teuer ist, aber ich glaube, ich hole mir trotzdem eine. Das kann nicht so schlecht sein. Ah, hier, haut's doch drauf. So, schön, den Gläuen vergiften. Schaut euch den Schaden an. Gut, der ist jetzt erst Stufe 2, aber das sind ja auch bloß Orks hier. Und das Gift macht gut Schaden, das ist gut. So, hier nochmal Gift draufhauen. So, erstmal in Sicherheit gebracht werden. Das gehört nicht mehr uns. Aha. Dann nehmen wir das doch gleich mal ein. Irgendwo hier sind noch Gegner. Ja, genau. Ah, das sieht aber gut aus. Haben wir den Gläuen jetzt eigentlich vernichtet? Ich glaube, da liegt er tot, oder? Ist er das? Ah, war ich zu langsam. Okay. Okay, noch ein bisschen Giftbeutel. Ja, da schaffen sie jetzt auch nichts mehr. Gut, dann bauen wir jetzt hier eine Festung. Dahinter oder davor? Ja, eher davor. Weil dahinter geht nicht. Müssen wir es davor einbauen. Ah, da hinten. Das Gebäude brauche ich auch noch. Ich glaube, das lasse ich die Spinnenreiter machen, weil die relativ schnell sind. Und dann gucken wir mal. Na gut, der Kampf geht jetzt schon relativ lange, ne? Was haben wir da unten noch? Aha. Plünderer. Ich glaube, dass ich hier jetzt einfach mal einen Wachturm baue. Hier sind irgendwo Spinnen. Und die würde ich gern weghaben. Ah, guckt's mal einer an. Oh. Hier sind gleich mehrere Gegner. Aber ich kann die doch auch einfach überreiten, oder? Hier, bam, bam, bam. Wunderschön. So, dann reiten wir hier nochmal drüber. Über die Bogenschützen. Dann switch mal um und dann können sie angreifen. So, gehört das wieder uns? Ja, sehr schön. Schaut okay aus, würde ich jetzt mal vermuten. So, dann bauen wir mal diese Viecher hier. Also das mit dem Plündern scheint sich echt zu lohnen. Man kann wirklich Einheiten raus, und zwar keine schwachen. Man kann den Gegner wirklich überrennen. Mit relativ guten Einheiten, würde ich jetzt mal sagen. So, was haben sie hier? Oh, Berserker. Ah, sehr gut. Die können wir gleich, wo waren sie? Gleich hier brauchen. Dann bilden wir nochmal einen Feuerdrachen aus und vielleicht auch gleich noch so einen Gebirgsriesen, weil, wieso nicht? Das haben wir eingenommen. Das gehört uns noch. Hier drüben sind wir noch. Da müssten wir jetzt echt mal wieder mehr so Giftpfeile benutzen. Ah, der hat auch diese Spezialeinheit ausgebildet. Upsi. Nein, 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 nein. Das war nicht die Hotkey, den ich drücken wollte. Ich setze jetzt hier mal die Wegpunkte ein bisschen anders. Ah, was gibt's denn hier? Drachenhort. Kokon-Upgrade. Ermöglicht die Beschwörung, das Feuerdrachen zu. Das machen wir. Obwohl, warte.
Ich glaube, den Helden auszubilden ist irgendwie gerade ein bisschen interessanter. So, haben wir noch so einen Gebirgsriesen. Die Feuerdrachen hauen auch gut drauf. Dann bilden wir jetzt unseren Helden aus. Was auch immer der kann, ich habe keine Ahnung. Ich baue lieber noch ein Sägewerk, sicher ist sicher. Weiß nämlich schon gar nicht mehr, wo ich jetzt welche Sägewerke habe und wo nicht. Da haben wir Zeugs, da haben wir Zeugs. Was geht da? Ah, ja, okay. So, Giftschaden auf Gebäuden sind natürlich nicht möglich. Auf Gebäude. Da bilden wir nochmal so einen aus. Okay, du kannst in den Gang verschwinden. Hey. Aha, ein Ostling also, das dachte ich mir schon. Was kann der? Zwang. Okay. Führerschaft. Rohstoffraub. Das ist nice. Spionage und Waffenwechsel. Also, stark würde ich ihn jetzt nicht... Aber nützlich. Ich meine, er kann mir Einheiten vom Gegner stehlen, er kann meine Einheiten inspirieren, er kann mir Geld geben, ich kann ein bisschen spionieren. Und er kann Waffen wechseln. Ja gut, dann kann er irgendwann ein Safe... Aber nicht schlecht. Da geht vielleicht was, ne? Alles klar, so, das haben wir... Ja, wir behalten alles, gibt Geld. Kostet Geld, macht aber nichts. Das behalten wir alles mal. Okay, so, wo sind wir?